Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Technologie. Mir läuft gerade ein Hirsch über den Weg und den will ich mir jetzt holen. Ich habe nämlich noch ein paar zu erledigen. Das wäre der dritte jetzt. Verpackt. Ich wollte das sagen, ne? Ich brauche nämlich dringend Fleisch, kommt noch hinzu. Das wäre jetzt ein bekommene Abwechslung. Natürlich habe ich gerade die Messer hochgereicht. Den holen wir gleich mal nach. Messer nehmen wir raus. Das können wir rausnehmen. Ja. Irgendwo ist immer verfehlt. Aber wir brauchen dringend Fleisch. Das können wir so glauben. Die Aufgabe ist erledigt. Wir haben das fertig. Und das heißt, dass wir reden mit dem Händler. Also zurück. Schüssel Saliten, mal brauchen wir nicht. So. Hätten wir reden, das heißt, wir müssen zu meiner Gegend zurückfahren. Richtung, ja, erstmal Straße. Oh, eine Kiste. So. Straße, da schon die grüne Ecke. Stückchen nach Osten, dann nach Norden und schon wieder zu Hause. Dann fahren wir gleich zum Händler. Reden wir am besten, bevor wir zu Hause ranfahren, uns der Last erledigen und das Zeug gleich mitnehmen, was wir verkaufen können. Ne? Hier beim Haus dann links abbiegen. Ja. Das machen wir so. Ganz schnell. So, dann mache ich mal kurz Pause und melde mich dann wieder, wenn wir Richtung Händler fahren. Bis gleich. Tschüss. So, wieder zurück. Ja, wir fahren jetzt weiter zum Händler. Ich war noch kurz im Quartier und habe kurz ein paar Sachen ausgepackt, die wir so nicht brauchen. Und ein paar Sachen eingepackt, die wir noch brauchen zum Verkaufen, beziehungsweise unser, ja, Spiegel, kann man sagen, ne, wo wir was einkaufen könnten. Mal sehen, was da hinten Schönes hat. Ich versuche erstmal was zu kaufen, und zwar Bücher und sowas in der Richtung. Das ist mein erstes Ziel. Ansonsten wertvolle Materialien, die wir so nicht haben, wie Patronenhülsen. Die werde ich auch mal so kaufen. Da lacht mir was an. Metall, Messing hoffe ich jedenfalls. Ja, aber machen wir den Händen erstmal, ne? Wir können ja gleich noch mehr, ja, versuchen zu machen an Aufgaben. Mal schauen, vielleicht hat er noch eine Schatzkarte oder sowas, wo wir dann im Anschluss hinfahren könnten. Oder ja, was anderes halt, ne? Mal schauen, was wir so finden. Ja, die Antibiotika wirkt langsam, wir heilen langsam ab. Kann ich nur ein paar Prozent hinhalten. Ne? Also hier sind keine Zombies. Jedenfalls nicht in greifbarer Nähe. So, das müsste der Händler sein, ne? Genau. 20 Meter. Come speak with me, friend. You did it. Great job. Pistole, aber eins. Ja gut, aber sag mal so rum, das ist nicht schlecht. Pistole oder beides ist für mich jetzt sag mal nebensächlich, ne? Also ist ja halt nicht mehr so, dass ich sagen könnte, oh, Holzklamott.
kaufen, ja. Haben wir schon. Das ist bekannt, bekannt, bekannt. Amboss. Brauchen wir einen noch. So, Medizin. Das haben wir alleine, eine Schmiede auch nicht kaufen. Schießpulver auch nicht, Messbecher. Ja. Ja, fällt mir gerade ein. So, Dietrich brauchen wir auch nicht. Klamotten. Ja, das brauchen wir auch nicht unbedingt, ne? Ein Motor. Feder. Beton, Eisen, Klebeband. Also Teile für Handfeuerwaffen. Dann hier haben wir panzerbrechende Munition. Nicht unbedingt. Eier, Speichermod. Was haben wir hier Schönes? Alles zusammen. Ja, so viel hast du nicht. Leider. Gut, dann verkaufen wir was, ne? Ich glaube deswegen erst eingekauft, um nicht erst wieder ja, mein eigenes zu suchen, ne? Schick. Das kennen wir alle schon. Ja. Es ist nicht unbedingt, was wir jetzt machen müssen, ne? Oder kaufen müssten, ne? Was wir jetzt theoretisch allein herstellen können. Die Pflanzenfasern ist ja totaler Quatsch. Motor, naja. Kriege ich denn nachgeworfen, ne? Also. Eine Schmiede interessant, ja, aber die kriege ich auch gebaut. Ein Schrotgeschützturm. Das ist nicht so unbedingt zu verachten. Ja, den kaufen wir den mal, ne? Ein Truckfahrwerk. Ja, das haben wir gar nicht mehr, ne? Na gut, okay. Haben wir alles. Können wir kaufen? Ja. Aber ich wollte eigentlich einen Flieger haben, ne? Thank you, Survivor. Check back soon. I get new merchandise daily. Vergrabene Vorräte, 288 Meter, das kann er mitnehmen, ne? Can you help me with my problem? Oh, thank you very much. I will make it worth your while. Das können wir doch fast. Oh, schöne Aussicht. Das wäre jetzt. Müssen wir gucken. 269 ist die andere Richtung jedenfalls. Die richtige Richtung jedenfalls. Ach, da schon Schatz und Brot ohne Karte. Hier werden keine Minen sein, ne? So gemein kann man gar nicht sein normalerweise. Wir tüllen mitten im Berg, ne? Das, so 65 Meter, 66.
45, 40, 30, 22. Hier, mal gucken. Bleib stehen, du. Immer Eier. Sag, Federn brauchst du nicht kaufen. So. Immer die Schaufel. Oh, keine Munition mehr, das ist auch gut. Hast du eine Munition? Okay, okay. Verändern. So, da legen. Jetzt habe ich glatt weg. Die Stoch, schaut da. Ich wollte sagen, habe ich das vergessen? Noch so eine schlechte Schaufel. Mit Zweier. Naja, gut. Okay, jetzt haben wir. Erstmal den Fünfer aufladen, ne? Oh, den haben wir aufgeladen, gekauft. So, wo ist der Schatz? In der Nähe. Ich weiß nicht genau, hinterher kommen die Putzis wieder, ne? So. Ha! In der Nähe. Das ist schlecht. Kommen die raus. Ich musste mich gleich rausspringen, sobald ich Schatz aus habe, musste raus. Habt ihr nicht so? Wüste, ab zum Händler zurück. Hatte ich mich mit. Ja, mehr zusammengezählt ist schon mehr. Da war ja noch eine Aufgabe gewesen, machen wir auch gleich. Vielleicht kriegen wir immer bessere Aufgaben. Can you do me a favor? Oh, thank you very much. I will make it worth your while. Papier. So. 42, 41, 40. Da oben irgendwo. Da mal los, ne? Plan 229
Geht bergauf. Mit Muppe wirst du auch nicht hochkommen. Und Muppe wäre ja, sobald du absteigst, abgerollt. 29. Der Schatz ist am anderen Ende. Wir sind immer hoch, nutzt alle nichts, ne? Nach rechts. Gehen wir hier rüber. Moped. Sagt der Händler, ja. Fahren wir erstmal zurück in die Ecke, wo die Häuser sind, und von den Häusern links. Und da ist eine Hütte, da war ich auch nicht gewesen, glaube ich. Können wir gleich mitmachen. So, Schatz. Dreiundsechzig. Irgendwo. Hier ist er irgendwo. 40, 19. Der hat keine Wurzel mehr gehabt. Ach, da. Apropos Gäste.
So. Du hast mich gehauen. Das geht nicht. So. Er muss im Haus fahren. Guck, was da los ist. Nachladen. Wo sind wir überhaupt hier? Ah, da auch noch gar nicht gewesen. Mal was Neues. Immer schön. Meine Gutste, tut mir echt leid, aber ich muss mal leider mal gucken, was ihr alles so habt. Rezeptsporen Samen, achso, okay. Und Samen für Kürbisse, alles gut. So. Holen wir Messing holen, ne? Viel Messing. Können wir gleich kaufen. Ist ja richtig spannend hier. Oh. Na ja, gut. So, ist doch interessant, ne? Da haben die unten Weinkeller gehabt, du. Oder haben noch. Interessant. Hier kannst drin bleiben eine Weile. Ist auch nur ein Ende. Wieder voll. Der Lehm brauchen wir auch nicht unbedingt. Und das auch nicht. Das können wir essen.
rausgucken, wofür der gut ist, der Mod. Eine Werkbank. Eine zerstörte Werkbank. Und immerhin. Den haben wir schon. Naja, gut. Ist nicht so wichtig. Sind hier voll im Gepäck, nicht aneinander gebaut. Okay, wir haben uns zum Händler fahren. Da können wir gleich mal den Weg hier fahren, ne? Vielleicht finden wir da mal was Neues. Und Moped. Da. So, fahren wir über die Brücke. Denn hier waren wir noch nicht. Das ist die erste, die kaputt ist. Oha. Ist die Brücke eingestürzt? Saftarsch. Na ja, gut. Haben wir eine neue Gegend kennengelernt, ne? Ein Hirsch. Das war Nummer 4. Haben wir Fleisch drin? Was können wir essen? Ja. Weg damit. Weg damit. Haben wir Platz geschaffen. Okay, haben wir einen Hirsch. Wie blöd, ne?
Das ist ja blöd. Eine Straße nirgendwo. Kein Wunder, dass wir hier waren. Jetzt brauche ich einen Gebirgspass, um durchs Gebirge zu kommen. Ich brauche einen Hubschrauber. Gerade ein Turm mal knistert. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, wir sehen uns wieder beim Händler. Tschüss.